Hallo, in diesem Video geht es um die Berechnung eines Wertes von x, für den zwei Strecken gleich lang sind. Fokus liegt dabei auf die Lösung mithilfe des Taschenrechners, also dem Gleichungslöser bzw. Solver. Er soll so viel wie möglich eingesetzt werden, wir wollen so wenig wie möglich rechnen bzw. umformen, dafür gibt es das andere Video. Aufgabe ist, gegeben sind die Punkte a mit 4 minus 6 und b mit 7 minus 8. Punkte cn mit x minus x minus 3 liegen auf der Gerade g mit der Gleichung y ist gleich minus x minus 3. Es gibt den Punkt c1, für den die Streckenlänge von a nach c1 gleich lang ist wie von b nach c1. Berechnen den zugehörigen Wert von x. Also mal das Wichtige markieren. Wir haben hier Punkt a mit 4 minus 6, Punkt b mit 7 minus 8 und ein Punkt cn, funktional abhängig mit x minus 3, der auf der Geraden g liegt. Was wollen wir berechnen? Ja, wir haben die Strecke a1, c1 und die Strecke b1, c1 und für dieses c1 gilt, dass diese beiden Streckenlängen gleich lang sind. Wir können also schon mal hinschreiben, von a nach c1 ist gleich wie von b nach c1. So, das können wir uns vereinfacht sagen. Okay, was will eigentlich jetzt die Aufgabe konkret? Machen wir mal eine kleine Skizze. So, wir haben die Gerade g, die liegt ungefähr so drin. Wir haben Punkt a bei 4 minus 6, den mache ich jetzt einmal hier grob. Und Punkt b bei 7 minus 8 liegt meinetwegen hier. Also wir brauchen jetzt den Punkt c, für den gilt, dass die Strecke von c nach a genau gleich lang ist wie von c nach b. Wenn wir zum Beispiel den Punkt c hier hin machen, dann sieht man glaube ich sofort, dass die Strecke von c nach b viel länger ist als die von c nach a. Also liegt ungefähr da irgendwo drin, ja, wenn man es so einzeichnet, passt ungefähr. Aber aus der Zeichnung können wir das jetzt nicht herauslesen und es ist auch schwierig, jetzt jedes Mal ein Koordinatensystem zu zeichnen. Ja, wir wollen es berechnen, das funktioniert auch und für diese Berechnung eben den Solver auch mit benutzen, soweit es geht. Was wir brauchen, sind also Streckenlängen und zwar Streckenlängen im Koordinatensystem und da hilft uns natürlich die Formelsammlung weiter. Nämlich hier gibt es einen tollen Absatz, der heißt hier Länge einer Strecke. Und wenn ich da drauf gehe, komme ich gleich zu einer tollen Formel, die uns sehr weiterhilft. Hier heißt es, Länge einer Strecke ist Wurzel aus x-Koordinaten voneinander abgezogen zum Quadrat plus y-Koordinaten abgezogen voneinander in Klammern zum Quadrat. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Pythagoras, der hier drin steckt. Und dann setzen wir uns einfach stur an, diese Formel. Ja, wir brauchen AC und BC. Da wir allerdings noch nicht das C1 wissen, ja, es ist jetzt hier nur vermutet, müssen wir mit dem CN arbeiten. Also die Strecke von ACN stellen wir auf, ist gleich, und jetzt müssen wir halt die Formel Schritt für Schritt durchgehen. Große Wurzel aus, und jetzt heißt es hier XB minus XA. Das A, B sind einfach nur vorgegebene Punkte, wir haben jetzt hier die Punkte A und C, deswegen heißt es halt X-Koordinate von C minus X-Koordinate von A. Ich fange deswegen mit dem C an, weil ich immer mit dem Punkt beginne, bei dem das x mit drin steht. Hat den Vorteil, dass ich mir eine Minusklammer spare und vielleicht so Flüchtigkeitsfehler vermeide. Also Schritt 1 heißt x-Koordinaten voneinander abziehen. X-Koordinate von C, ja, finden wir hier alle. X und y-Koordinate von A finden wir hier im Text. Also folgt x minus 4 in Klammern zum Quadrat plus. Und es folgt hier y-Koordinaten voneinander abziehen. Da ich jetzt bei den x-Koordinaten Punkt c angefangen habe, fange ich jetzt auch hier mit Punkt c an, also minus x minus 3. Und die y-Koordinate von a steht hier mit drin mit minus 6, deswegen müssen wir minus und die minus 6 in eine Klammer schreiben. So, zum Quadrat und die Wurzel zu. Super, und wir müssen nichts vereinfachen, wir wollen ja so viel wie möglich den Taschenrechner einsetzen. BCN ist gleich Wurzel aus, also noch einmal genau das gleiche, Klammer auf, x-Koordinaten voneinander abziehen. X-Koordinate von cn ist x, minus, und jetzt brauche ich halt Punkt b und der steht hier in meinem Text. X-Koordinate von b ist 7, Klammer zu zum Quadrat, plus, Klammer auf, jetzt die y-Koordinaten, y von cn haben wir ja hier schon drin stehen, benutzen wir einfach wieder, minus x minus 3, minus, aus der Formel, und jetzt die y-Koordinate von Punkt b, also minus 8. So, Klammer zu noch zum Quadrat und die Wurzel zu. Jawohl, ja, wieder der Hinweis, wir wollen ja mit dem Taschenrechner machen, deswegen müssen wir jetzt genau das Ding hier umsetzen. Wir sagen jetzt, die Strecke von a nach cn muss genau gleich lang sein wie die von
b nach cn und dann kriegen wir eben unser c1 im Speziellen raus. So, und da setze ich jetzt eben hier diese großen Wurzeln ein. Das heißt, a nach cn ist Wurzel aus, Klammer auf, x minus 4 in Klammern zum Quadrat plus minus x minus 3 minus Klammer auf minus 6, Klammer zu zum Quadrat und die Wurzel zu, ist gleich die Strecke von b nach c. Also Wurzel auf, x minus 7 in Klammern zum Quadrat plus Klammer auf minus x minus 3 minus minus 8 in Klammern zu, nochmal Klammer zu zum Quadrat und die große Wurzel zu. So, und das Ding, wie es jetzt hier steht, das tippe ich jetzt in meinen Gleichungslöser ein, in meinen Solver. Ja, je nach Taschenrechner sieht der natürlich verschieden aus, aber so ein Ding kann der Gleichungslöser lösen. Hier bitte aufpassen, natürlich auf die Aufgabe selbst. Vielleicht kann es sein, dass man hier noch solche Dinge ein bisschen vereinfachen muss, bevor man dann den Taschenrechner letztendlich verwenden kann. Aber es hängt immer von der Aufgabe ab. Hier gibt es keine Vorgaben, das heißt, ich darf alles mit dem Taschenrechner lösen. Ob man jetzt hier dieses minus 3 minus minus 6 und dieses minus 3 minus minus 8 noch auflöst, vereinfacht, kann man sich entscheiden. Und man kann theoretisch hier auch schon die Wurzel wegnehmen. Ja, hinten Kommandostrich und das Ganze quadrieren, dann fällt die Wurzel raus, dann muss man weniger eingeben. Das alles kann man noch machen, wenn man fit genug ist. Aber wie gesagt, wir wollen das mit dem Gleichungslöser lösen, mit dem Solver. So, fahre ich hoch. Das tippt man jetzt ein. Das ist mein Taschenrechner. Und ja, ich gehe nochmal sicher, dass ich im Solver bin. So, Gleichungslöser aktiviert. Und jetzt kommt ein bisschen Tipparbeit. Wurzel aus, Klammer auf, x minus 4, Klammer zu zum Quadrat, plus, Klammer auf, minus x, minus 3, minus, Klammer auf, minus 6, nochmal Klammer zu zum Quadrat. Ja, hier aufpassen, dass man genügend Klammern setzt. Je nach Taschenrechner muss man vielleicht auch auf das Minus aufpassen, da gibt es auch manchmal Unterschiede. So, weiter geht's, Wurzel aus, jetzt die zweite Wurzel, Klammer auf, x minus 7. Klammer zu zum Quadrat, plus, Klammer auf, minus x, minus 3, minus, Klammer auf, minus 8, Klammer zu hoch 2. So, wie gesagt, das gemeint ist, dass man hier vielleicht irgendwelche Minus vergisst oder falls meine Taste nicht ordentlich reagiert, dann kann es sein, man drückt zwar drauf, aber verschluckt das Minus. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier bei meinem Taschenrechner jetzt so oft auf Execute drücken, bis sich der Wert nicht mehr ändert. So, errechne noch. Ja. Hat sich nochmal verändert. Okay, jetzt verändert er sich nicht mehr. Drückt nochmal drauf, passiert gar nicht mehr. Das heißt, das hier ist meine Lösung. Schreibe also hin. Ich benutze den Solver. Und dann kommt raus, x ist gleich 4,9. Ja, das war auch schon die Aufgabe. So wenig ist es, wenn man komplett den Taschenrechner mit seinen wissenschaftlichen Funktionen einsetzen darf.